Bitte. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als wir am Freitag vergangener Woche die Beratungen und die Abstimmung im Haushaltsausschuss früh morgens um 5 Uhr beendet hatten, da konnte noch niemand ahnen, was wenige Stunden in Paris und in den darauffolgenden Tagen auch andernorts passieren wird. Und deswegen möchte ich als erster Redner meiner Fraktion bei diesen Haushaltsberatungen zum Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums im Namen meiner Fraktion allen Opfern und Angehörigen dieser hinterhältigen Anschläge unser Mitgefühl und unseren französischen Freunden unsere Solidarität nochmals aussprechen und zum Ausdruck bringen. Ich will aber gleichzeitig auch warnen davor, völlig falsche Zusammenhänge herzustellen, wie letzte Woche es jemand getan hat, der mich angesprochen hat. Tenor: Die Anschläge von Paris würden zeigen, dass wir in Deutschland allein in diesem Jahr 800.000 Terroristen ins Land gelassen hätten. In aller Deutlichkeit ist dazu zu sagen, das ist eine ganz schlimme und völlig falsche Schlussfolgerung. Im Gegenteil, die Anschläge zeigen doch gerade, weshalb sich so viele Menschen auf der Flucht befinden, weil die Brutalität, die Hinterhältigkeit, die Gewalt derart neue Formen und Dimensionen angenommen hat, dass den Betroffenen nur ein Ausweg bleibt, nämlich die Flucht. Und ich finde, es ist unsere Aufgabe, dies in Deutschland zu erklären. Falsche Zusammenhänge müssen wir als Unfug oder gar rechtsextremistische Propaganda entlarven. Das ist unsere Aufgabe, auch als Mitglieder im Deutschen Bundestag. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Haushalte sind in Zahlen geronnene Politik. Dieser Ansatz gilt immer, in diesem Fall aber in besonderem Ausmaß. Schon für das laufende Jahr haben wir ja zwei Nachtragshaushalte beschlossen, um den aktuellen politischen Entwicklungen auch gerecht werden zu können. Die Ergebnisse des überarbeiteten Regierungsentwurfs und des parlamentarischen Verfahrens für den Haushalt 2016 tragen den aktuellen Entwicklungen der Dynamik des Weltgeschehens auch Rechnung. Eine Dynamik, die massiv Menschen auf der Suche nach Schutz und einem besseren Leben in unser Land geführt hat und auch weiterhin führen wird. Eine Dynamik, die in dieser Dimension jedenfalls, denke ich, niemand vorhergesehen hat. Und der wir dennoch insgesamt gewachsen sind, wie ich meine, ja, gewachsen sein müssen. Wir stehen zu unserer humanitären Verantwortung. Wir bieten Schutz für die Menschen hier und auch für die Menschen, die meinen, noch zu uns kommen zu müssen. Ich bin überzeugt, wenn wir es jetzt richtig machen, gehen wir auch langfristig gestärkt aus dieser Entwicklung hervor als ein Land, das eine Kultur der, ich will sagen, Weltoffenheit lebt, ein Land, das für starke und freundschaftliche Bande zwischen Kulturen und Religionen steht. Dazu gehört aber auch, und das will ich deutlich sagen, wir müssen alles tun, um die feigen Täter von Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfte, von denen wir allein in diesem Jahr schon über 610 mussten, zu ermitteln und mit all unseren rechtsstaatlichen Mitteln konsequent zur Rechenschaft ziehen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, der Einzelplan 06 im Geschäftsbereich Bundesinnenministerium, der Kollege Reinhard Brandl hat es erwähnt, wächst um mehr als 1 Milliarde Euro an. Wir haben viel Zeit und Mühe investiert, hier die richtigen Entscheidungen auf den Weg zu bringen. Und ich möchte mich ausdrücklich bedanken bei unserem Hauptberichterstatter Reinhard Brandl, aber auch bei den Kollegen Dietmar Bartsch bzw. Roland Klaus und Anja Heiduck beim Bundesinnenministerium, beim Finanzministerium, aber auch bei unseren Fraktionsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie bei den Mitarbeiterinnen des Ausschusses. Das war eine Riesenarbeit, eine ganz besonders große Herausforderung. Und deswegen, glaube ich, steht es uns gut an, auch hier an dieser Stelle mal Danke zu sagen. Allein 900 Millionen Euro haben wir zusätzlich mobilisiert, um Beschlüsse des Asyl- und Flüchtlingsgipfels vom September umzusetzen. Die SPD hat dort durchgesetzt, dass 3.000 zusätzliche Stellen bei der Bundespolizei geschaffen werden, 1.000 davon schon im nächsten Jahr, die gleiche Anzahl dann in den Folgejahren. Ich glaube, das war notwendig, um die oft bis über die Belastungsgrenzen hinaus arbeitenden Polizistinnen und Polizisten auch zu entlasten.
Wie schon beim laufenden Hebungspaket achten wir auch bei den neuen Stellen darauf, dass sie so ausgebracht werden, dass sie mit attraktiven Beförderungsoptionen für die Beamtinnen und Beamten der verschiedenen Laufbahnen verbunden sind. Das ist auch ein Anliegen der Gewerkschaft der Polizei gewesen, und wir haben das auch entsprechend so verankert. Dazu kommen 45 Hebungen im höheren Dienst. Und was uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten besonders wichtig ist, wir tun auch etwas für die Beschäftigten im einfachen Dienst, indem wir mit zusätzlichen 1.000 Hebungen von E3 auf E5 in 2016 im unteren Verdienstsegment dafür sorgen, dass die Bundespolizei insgesamt weiterhin als Arbeitgeber auch attraktiv wird. Auch beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stocken wir personell gewaltig auf. 300 neue Stellen waren im Regierungsentwurf vorgesehen. Wir gehen mit 2.700 Stellen über diesen Ansatz hinaus und erhöhen die Mittel für weitere 1.000 befristet Beschäftigte. Und wir stehen zu unserem Ziel, die Asylverfahren zu verkürzen. Mit zusätzlichen 97 Stellen helfen wir deswegen auch beim Bundeskriminalamt, damit die Aufgaben bei der Identifizierung von Flüchtlingen schneller abgearbeitet werden können. Die Mittel für Integrationskurse erhöhen wir um 250 Millionen Euro auf über 1,5 Milliarden Euro jetzt insgesamt. Davon profitieren, und das ist mir an dieser Stelle auch wichtig, liebe Kollegin Anja Heiduck, ja nicht nur diejenigen, die wir so gut wie möglich und so schnell wie möglich integrieren wollen in unserer Gesellschaft, sondern ja auch die Anbieter und Träger der Kurse, die sie ausrichten. Und hier ist mir ein Punkt noch mal besonders wichtig. Ich denke, wir müssen auch darauf achten, Herr Minister de Maizière, dass wir schauen, dass wir das Personal weiterhin für diese Kurse auch haben. Wir haben darum gekämpft in unseren Gesprächen. Das war der SPD ein wichtiger Punkt. Jetzt lese ich am Samstag in der FAZ, dass ein Papier in der Unionsfraktion kursiert, dass die Anhebung auf mindestens 4,40 € pro Unterrichtseinheit und Teilnehmer erhöht werden soll, um diese gewünschte angemessene Vergütung der Lehrkräfte zu gewährleisten. Herr Minister de Maizière, wir erwarten schon, dass in diesem Bereich sich was tut. Und ich meine auch aus Ihren zuletzt getätigten Ausführungen entnommen zu haben, dass in der Tat hier was passieren wird. Wir möchten Sie jedenfalls ermutigen, dieses Thema anzupacken, denn wir brauchen Leute, die diese Kurse dann auch geben können. Ausgaben für Integration sind kein reiner Ausgabeposten, sondern vor allem Investition in die Zukunft. Und je schneller wir es schaffen, Zugewanderte in den Arbeitsmarkt zu bringen, desto besser für uns alle. Deswegen haben wir auch zusätzliche 17 Millionen Euro für Integrationsprojekte bereitgestellt, den Migrationsdienst für erwachsene Zuwanderer nochmals zusätzlich ausgestattet mit 10,5 Millionen Euro. Und an dieser Stelle möchte ich mal allen danken, die sich engagieren für Flüchtlinge und dafür, dass Integration in unserem Land auch gut gelingt. Integration und Sicherheit, das waren große Schwerpunkte bei den Haushaltsberatungen, aber wir haben noch an andere Bereiche, wichtige Bereiche in unserer Gesellschaft gedacht und entsprechende Veränderungen vorgenommen. Ich will den Sport erwähnen. Hier gibt es 3 Millionen zusätzlich für die Spitzensportförderung. Hier gibt es eine Neuauflage des Doping-Opferhilfefonds, 2 × 5 Millionen Euro. Wir stärken die NADA. Und das Technische Hilfswerk erhält zusätzliches Geld, 19 Millionen Euro als Kompensation für Aufwendungen beim Aufbau von Flüchtlingsunterkünften. Damit aber nicht genug. 8 Millionen Euro zusätzlich an Selbstbewirtschaftungsmitteln erhalten die 80.000 Freiwilligen in den über 600 THW-Ortsverbänden. Ich glaube, das ist richtig gut angelegtes Geld und hier auch Anlass, mal Dankeschön zu sagen für das Riesenengagement bei unseren Hilfsorganisationen. 208 zusätzliche Stellen im Hauptamt sollen die ehrenamtlich zusätzlich entlasten, beispielsweise von der lästigen Überprüfung von Gerätschaften. Ich glaube, das ist auch gut.
Wir haben beim BBK noch mal 5 Millionen draufgelegt, damit die Feuerwehren in den Ländern zusätzliche Fahrzeugbeschaffungen durchführen können. Wir haben noch mal draufgelegt 6,5 Millionen Euro für die Bereitschaftspolizei in der Länder, dass dort auch entsprechende Mehrinvestitionen getätigt werden können. Wir haben die politischen Stiftungen, die Entschädigungen für ehemalige deutsche Zwangsarbeiter, das Statistische Bundesamt, die Förderung der Minderheiten, all das auf dem Schirm. Auch die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit erhält zusätzliche Stellen, 21,5 an der Zahl. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will an dieser Stelle noch mal hervorheben, dass in Zeiten von Hassparolen und wo Menschen letztendlich auf Flüchtlinge einschimpfen und dies tarnen als besonders mutig, es auch ganz richtig war, dass wir die Bundeszentrale für politische Bildung noch mal aufgestockt haben, um zusätzliche 15 Stellen und einen Betrag von über 10 Millionen Euro. Ich glaube, in Zeiten wie diesen ist es wichtig, hier auch entsprechend dagegen argumentieren zu können. Und dafür stellt die Bundeszentrale für politische Bildung wichtiges Material bereit. Und deswegen an dieser Stelle herzlichen Dank noch mal für dieses Engagement. Ich glaube, das ist im Fazit eine gute Beratung gewesen. Das waren gute Beschlüsse, die wir gefasst haben im Ausschuss. Und insgesamt, denke ich, können wir damit sehr zufrieden sein. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächster Redner hat der Bundesminister Dr. Thomas de Maizière das Wort für die Bundesregierung. Applaus